Ein Ende der Zeitumstellung in Europa kommt wohl frühestens in 2 Jahren. Nach dem Willen des EU-Parlaments soll zum letzten Mal im März 2021 an der Uhr gedreht werden. Die EU-Kommission hatte dies ursprünglich schon für 2019 angestrebt. Die Mitgliedstaaten wollten aber mehr Vorbereitungszeit. Jedes Land soll für sich entscheiden können, in welcher Zeitzone es dauerhaft bleibt. Theoretisch wäre es möglich, dass sich Deutschland anders entscheidet als Frankreich und beide Länder dann in unterschiedlichen Zeitzonen lägen. Einen Flickenteppich verschiedener Zeitzonen in Europa wollen die Mitgliedstaaten möglichst verhindern. Die Verhandlungen können aber erst beginnen, wenn sich die Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Haltung verständigt haben. Für viele Menschen ist die Zeitumstellung ein Ärgernis. Laut einer Umfrage kämpft rund jeder Vierte nach der Umstellung mit gesundheitlichen oder psychischen Problemen. Die Deutschen sind bei einer Abschaffung der Zeitumstellung einer anderen Erhebung zufolge mehrheitlich für eine dauerhafte Normalzeit, also die bisherige Winterzeit.